Hallo und herzlich willkommen auf unserem Jenny Nachtzentrale. Heute zeige ich euch mal eines meiner Lieblingskeksrezepte und zwar Zimtsterne. Und möchtet ihr sehen, wie ich die jetzt herstelle, dann bleibt unbedingt dabei und ich würde sagen, legen wir los. Für unsere Zimtsterne brauchen wir Puderzucker, Vanillezucker, Zimt, Salz, Mandeln, Haselnüsse, Honig, Rohmarzipan, Eiweiß und Orangenschalen. Als erstes geben wir alle Zutaten bis auf die Orangenschale in die Kitchenette und kneten alles gut zu einem Teig zusammen. Ihr könnt aber natürlich auch die Haselnüsse oder die Mandeln mit Walnüsse austauschen. Sobald sich die Zutaten zu einem Teig verbinden, können wir schon nebenbei anfangen, das Orangenschal zu schneiden. Diese Orangenschalen habe ich selbst gezogen, das Video dazu verlinke ich dir in der Infobox, aber natürlich könnt ihr auch die Orangenschalen, die schon dick gezogen sind, vom Supermarkt verwenden. Jetzt alles nur noch kurz durchkneten lassen und dann ist unser Teig auch schon fertig. Ich packe nun den ganzen Teig in eine Frischhaltefolie und lasse ihn dann eine Stunde im Kühlschrank rasten. Nach der einen Stunde kann ich ihn wieder aus dem Kühlschrank nehmen, gut durchkneten und dann auf ca. 1 cm Dicke ausrollen. Wenn ihr wirklich ein perfektes Ergebnis haben möchtet, könnt ihr hier beim Ausrollen natürlich auch Distanzstäbe verwenden. Sobald mein Zimtsternteig auf die richtige Dicke ausgerollt ist, können wir auch schon mit der Eiweißspritzglasur beginnen. Hierzu verwende ich ein Eiweiß und die 1,5-fache Menge nochmal Staubzucker. Mische das Ganze jetzt gut durch, dabei sollte aber keine Luft eingeschlagen werden, also es sollte nur schön zähflüssig sein und streiche dann die Eiweißspritzglasur auf meinen Zimtsternteig. Sobald die Spritzglasur auf den ganzen Teig aufgetragen ist, können wir auch schon mit dem Ausstechen beginnen. Hierzu habe ich einen Sternausstecher, diesen tunke ich leicht ins Wasser und steche dann meinen Teig aus. Jetzt nur noch die ganzen Zimtsterne auf ein Backpapier wegsetzen und den Ofen auf 160 Grad vorbereiten. Nach ca. 12 bis 15 Minuten Backzeit sollte sich hierbei die Eiweißspritzglasur weißlich verfärben und der Zimtteig sich leicht anheben. Somit sind unsere Zimtsterne auch schon fertig und ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Und somit bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und man sieht sich beim nächsten Video.